down to the crossroads, and I fell down on my knees. I went down to the crossroads, and I fell down on my knees. Andreas, willkommen in Rot. Du bist jetzt das erste Mal bei den Blues-Tagen dabei. Genau, ja. Und war ja, glaube ich, hast du mir mal erzählt, schon öfter mal versucht und jetzt hat es endlich geklappt. Genau, ich habe das die letzten 8 Jahre eigentlich immer wieder mal probiert mit Bewerbungen. Bin aber nie durchgekommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Das nächste Stück, was wir versuchen darzubieten. Ja, wenn ich sagen würde, wir hätten geprobt, dann wäre es zu viel gesagt. Das Stück ist von den Commodores und heißt Easy. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, I know I've done all I can. You see, I beg, I stole, and I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. Ist das der Rahmen, wo du dich selber auf der Bühne am wohlsten fühlst? Ja, definitiv. So im kleinen Rahmen, kleine Clubs einfach. Ja, besser als. Ist halt intimer einfach als größere Hallen. Was macht so den Unterschied? Du hast jetzt auch große Hallen, Arenen erlebt. Kannst du das mal für jemanden, der selber nicht auf der Bühne steht, beschreiben, was so einen Unterschied macht zwischen dem intimen Rahmen und dann, was weiß ich, ein paar tausend Leuten? Ich denke, dass das auch als Konzertbesucher einfach was anderes ist. Wenn man in einer großen Halle ist, geht, glaube ich, viel verloren und kommt eben weniger an. Und in solchen kleinen Läden ist einfach, ja, das Intime ist halt da viel präsenter. Du kannst auch reagieren auf Zwischenrufe und dergleichen? Ja, die gibt es ja jetzt eigentlich so klassisch nicht mehr. Ja, war das früher anders? Es war natürlich mal anders, klar. Sowas gab es auch schon, klar. Du warst jetzt gerade, ich glaube, 3 oder 4 Shows mit Bobby Kimble unterwegs. Genau, was war das für eine Erfahrung? Das war auf jeden Fall eine sehr große Erfahrung, eine der spirituellsten Erfahrungen, die ich je hatte, weil einfach dieser Typ eine Wahnsinnserscheinung ist, erstens mal natürlich. Er hat eine mega Ausstrahlung und gehört natürlich auch zu meinen Helden. Und das ist natürlich was Tolles, mit solchen Leuten dann Musik machen zu können. Und er ist halt total auf dem Boden geblieben und total netter Typ. Wenn ich mir so anschaue, jetzt du bist als Profimusiker quasi unterwegs, seit du 17 bist, hast jede Menge Konzerte gespielt, man findet ja auch einiges im Internet. Wie groß ist eigentlich dein Repertoire, über das du so verfügen kannst? Es müssen ja mittlerweile jede Menge Songs sein. Also wenn es jetzt nur ums Eigengeschriebene geht, dürfte ich damit schon, ja, denk mal so 3 Stunden füllen am Abend.
mit Austauschmaterial. Mhm. Es ist halt auch, ich habe früher viel in Läden gespielt, in denen ich eben den ganzen Abend spielen musste. Also sprich 4x45 Minuten oder so. Und deswegen, man schafft sich dann auch so ein hohes Cover-Repertoire natürlich drauf, zusätzlich noch zu den eigenen Stücken. Was reizt dich an den Covern oder was sind für dich die Kriterien, nachdem du die Cover-Songs auswählst? Ja, nur Sachen, die mich selbst auch berühren und die mir selbst gefallen. Ganz klar. I didn't know what I wanted from life. And I didn't have no plan. Would it be enough if all I had was all my love? Would you be okay? Would you know how to love me if I wasn't the man I am now? Need a miracle to ever make you love me, that you never choose another man above me. If I was a simple man, take a look and you just walked right by me. Think that you can ever see the man inside me. Can you love a simple man? Just a normal girl. If you weren't so damn beautiful, would you still work? Well, I know it would. Du hast jetzt in den letzten Wochen einige neue Erfahrungen noch gemacht. Du hast The Voice ja gewonnen und dieses Sprungbrett ja auch genutzt, oder? Siehst es ja selber auch als Sprungbrett für dich. Ja, ja. Dann hast du erzählt, mal ESC als Herausforderung, um zu beweisen, dass du kein One-Hit-Wonder bist. Was dann passiert ist, hat dich überrollt, nehme ich an. Ja, dazu darf ich einfach nichts sagen. Mache ich auch nicht. Okay, gut. Wie geht's jetzt weiter? Du hast erzählt, du arbeitest jetzt schon an der nächsten Platte. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also ich bin eigentlich durchgehend am Schreiben, so wenn mir was einfällt, schreibe ich es auf, ganz klar. Und die nächste Platte ist, denke ich, so, die Produktion ist gegen Ende des Jahres geplant oder ja, in den Herbst rein, so dass wir die, denke ich, so Anfang nächstes Jahr veröffentlichen können. Ich werde wahrscheinlich mit Christian Neander wieder arbeiten, so wie die, so wie bei den letzten Songs, die ich gemacht habe auch. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Diesmal auch mehr eigene Songs? Hast du da stärkeren Einfluss jetzt bei der zweiten Platte? Auf jeden Fall, ja. Also es ist ja so, ich habe ja vorher irgendwie schon zwei Platten gemacht, auch bei einem Indie-Label. Und wir mussten dann, das musste natürlich alles recht schnell gehen nach der Voice-Geschichte. Und deswegen hatte ich da sehr wenig Einfluss auch auf das Songwriting. Die Songs zum Beispiel, die beim ESC aufgeführt wurden, das sind meine Songs, so, die habe ich geschrieben, in Kooperation mit Christian Neander eben von Selig. Und wir verstehen uns auch so als Songwriter-Duo recht gut und deswegen behalten wir das eben bei und arbeiten weiter zusammen. Das heißt, du hoffst, nächste Platte auch wieder erfolgreich, wirst vor allem auf der Clubschiene weiterfahren? Ja, also erfolgreich ist ja immer so ein, das kann man ja aus, das ist ja Auslegungssache. Für mich ist es eigentlich erfolgreich, ja, wenn die Songs gut sind, so. Und das möchte eigentlich am liebsten schon ich beurteilen. Und was dann, ob das dann ankommt oder nicht, ja, schauen wir dann. Aber trotzdem noch so die Option, auch mal größere Veranstaltungen zu spielen, oder kommen da auch noch Anfragen? Da kommen auf jeden Fall Anfragen und wir schieben da auch immer zwischendrin mal was Größeres ein. Und ja. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich.
like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. Now I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful and easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground. And I found out a long time what a woman can do to your soul. And know that she can take you anyway. Don't already know how to go, 'cause I got a peaceful, I know you won't let me down, 'cause I'm already standing on the ground.